In Malaysia gibt es einen neuen König, den 65-jährigen Ibrahim Iskandar. Er ist Milliardär und ein Fan von Harley-Davidson. Seine königliche Familie erfreut sich großer Beliebtheit und er hat Millionen von Anhängern auf Instagram. Mit diesem einzigartigen Monarchen sind viele Intrigen und interessante Details verbunden. Wer ist er und wie kam er an die Macht? Wie gibt er seine Milliarden aus? Und welche Geheimnisse verbirgt sein luxuriöses Leben? Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an, um mehr herauszufinden. Lassen Sie uns beginnen. Malaysia ist eine Monarchie mit einem einzigartigen Wahlsystem. Alle 5 Jahre wird im Land ein neuer König gewählt. Von den 13 Bundesstaaten Malaysias haben nur 9 königliche Familien. Die Oberhäupter dieser Familien werden abwechselnd zum König gewählt. Und jetzt gibt es in Malaysia einen neuen König. Sultan Ibrahim Iskandar legte im Palast seinen Amtseid ab und trat sein Amt bei einer feierlichen Zeremonie an. Sogar seine Frau konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. König Ibrahim ist das Oberhaupt der königlichen Familie des Sultanats von Johor und gilt als einer der reichsten Menschen des Landes. Er besitzt ein umfangreiches Geschäftsimperium, das von Immobilien und Telekommunikation bis hin zu Öl und Gas reicht. Sein Vermögen wird auf 5,7 Milliarden Dollar geschätzt. Der Monarch verbirgt seinen Reichtum nicht. Für die Amtseinführungszeremonie flog er von seinem Heimatstaat Johor in die Hauptstadt Malaysias, Kuala Lumpur, in seinem eigenen Privatflugzeug, einem goldenblauen Boeing 737. Neben seinem Flugzeugpark besitzt er eine umfangreiche Sammlung von Autos und Motorrädern sowie Immobilien im Ausland. Er hat auch mehrere exotische Haustiere wie Tiger, Löwen und Krokodile. Mehr über seinen Reichtum werden wir später erfahren. Jetzt werden wir etwas über seine Familie und sein Privatleben erzählen. Ibrahim Iskandar regiert das Sultanat Johor seit 2010. Dieser Staat ist der zweitbevölkerungsreichste in Malaysia mit einer Bevölkerung von über 4 Millionen Menschen. Der Monarch hat malaiisch-britisches Erbe. Sein Vater, Sultan Iskandar Ismail, leitete Johor 29 Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 2010. Übrigens wurde er auch Ende der 80er Jahre König von Malaysia. Die Mutter des Königs ist die Engländerin Josephine Ruby Trevorrow. Nach 6 Jahren Ehe ließen sie sich scheiden, und die Mutter kehrte nach England zurück. Sultan Ibrahim erhielt eine gute Ausbildung sowohl in Malaysia als auch im Ausland. Er studierte an einer Militärschule in den USA und ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte von Johor. Er ist der einzige malaysische Sultan, der über eine private Armee verfügt. Seine Frau, die derzeitige Königin, ist Raja Tsarit Sophia aus der königlichen Familie von Perak. Sie erhielt ihre Ausbildung in Oxford, wo sie Sinologie studierte. Die Frau heiratete den Thronfolger bereits während ihres Studiums. Sie haben 5 Söhne und eine Tochter. Die Königin spricht 5 Sprachen und ist Rektorin der Universität für Technologie in Malaysia. Sie hat mehrere Kinderbücher geschrieben, führt regelmäßig eine Zeitungskolumne und engagiert sich auch in Wohltätigkeitsprojekten. Der älteste Sohn, der Thronfolger Ismail, wurde nach der Ernennung seines Vaters zum König zum vorübergehenden Herrscher von Johor. Er ist der Besitzer des Fußballclubs Johor Darul Tazim, der führenden Mannschaft im malaysischen Fußball. Der Prinz absolvierte die indische Militärakademie und diente in der Armee Indiens. Er ist ein erfahrener Reiter, spielt Polo und hat viele Trophäen gewonnen. Der Prinz ist auch ein Fan von Sportwagen. Alle seine Autos sind unter demselben Kennzeichen TMJ registriert, was die Abkürzung für Tunku Makota Johor ist, übersetzt als Thronfolger von Johor. Er ist verheiratet und hat 4 Kinder. Die einzige Tochter des Königs, Amina, heiratete den niederländischen Fußballspieler und Model Dennis Fabas, mit dem sie 2 Kinder hat. Sie erhielt ihre Ausbildung am College of Arts in Singapur. Amina hat das zeichnerische Talent ihrer Mutter geerbt und brachte zudem eine Serie von Hautpflegeprodukten namens The Royal Art of Beauty heraus. Die anderen Söhne folgten der familiären Tradition und absolvierten eine militärische Ausbildung in der malaysischen Armee. Idris wurde Vizepräsident der Malaysian University. Abdul Jalil hatte einen Abschluss in Zoologie, engagierte sich in Wohltätigkeitsorganisationen und war begeistert vom Segelsport. Leider verstarb er im Jahr 2015 an Leberkrebs.
Die jüngsten Söhne des Sultans, Abdul Rahman und Abu Bakar, sind professionelle Rennfahrer und vertreten Malaysia bei internationalen Wettbewerben. Johor genießt Sultan Ibrahim und seine Familie enorme Popularität. Er hat Millionen von Anhängern auf Instagram, wo er regelmäßig Beiträge zu allem veröffentlicht, von seiner Liebe zu schnellen Autos und Motorrädern bis hin zu seinen offiziellen königlichen Pflichten. Trotz seines hohen Status liebt König Ibrahim es, mit seiner Familie in lokalen Restaurants zu essen. In seinem offiziellen TikTok teilt er gerne diese Momente. Sultan Ibrahim besitzt eine Sammlung von über 300 Luxusautos, von einem Optimus Prime inspirierten Truck bis hin zu einem hölzernen Auto im Stil von The Flintstones. In der Sammlung befindet sich auch ein Mercedes von 1936, der einst Adolf Hitler gehörte und von ihm dem Urgroßvater des Sultans geschenkt wurde. Außerdem besitzt er eine Sammlung privater Flugzeuge, darunter drei Gulfstream-Modelle und eine goldblau gefärbte Boeing 737. Sultan Ibrahim wurde zudem als erster Herrscher in die Rekordbücher Malaysias aufgenommen, der offizielle Fahrrechte für Züge erhielt. Der König spielt gerne Polo und Tennis und zählt Luftfahrt, Autos und Motorsport zu seinen Hobbys. Er ist auch für seine wohltätige Arbeit bekannt. Unter seiner Leitung werden in Johor jährliche Motorradtouren organisiert, um Touristen anzulocken und Geld für Bedürftige zu sammeln. Sultan selbst hat mehrmals an diesen Touren teilgenommen und dabei ein Harley-Davidson-Motorrad gefahren. Sultan Ibrahim ist ein Geschäftsmann, bekannt für seine Investitionen in private Unternehmen und Immobilien. Ihm gehört ein Viertel eines der größten Mobilfunkbetreiber Malaysias, Umobile, und 40% der Aktien eines Öl- und Gasunternehmens in Johor. Der neue König von Malaysia besitzt Land im Wert von 4 Milliarden Dollar, einschließlich Forest City, einem luxuriösen Komplex, der auf künstlichen Inseln vor der Küste Singapurs gebaut wird. Nach Fertigstellung könnte sein geschätzter Wert 100 Milliarden Dollar erreichen. Es ist jedoch zu beachten, dass die geschäftlichen Aktivitäten von Sultan Ibrahim und der Johor-Familie offenbar im Widerspruch zur Verfassung des Landes stehen, die besagt, dass der König nicht aktiv an kommerziellen Unternehmen teilnehmen sollte. Übrigens wurde in den 90er Jahren die königliche Immunität kritisiert. Dies geschah nach einem Vorfall, bei dem der Vater von König Ibrahim angeblich einen Golfcaddy auf dem Palastgelände angegriffen hatte. Öffentliche Anschuldigungen von Dutzenden Verbrechen, einschließlich Mord, wurden im Parlament geäußert. Die königliche Familie von Johor reagierte nicht auf die Anschuldigungen, und es kam zu keinen Gerichtsverhandlungen. Später brachte das Parlament Änderungen in die Verfassung ein, die die strafrechtliche Verfolgung von Mitgliedern der königlichen Familie ermöglichten. König Ibrahim ist als Befürworter von Toleranz gegenüber anderen Religionen in einem Land mit muslimischer Mehrheit bekannt. Er spricht sich gegen ein vollständiges Alkoholverbot, die Einführung der Scharia-Gesetze und einen konservativen Kleidungscode für Frauen aus. Der König unterstützt andere Religionen, indem er Weihnachts- und Diwali-Feierlichkeiten besucht, dem wichtigsten indischen Festival. Er betont, dass in einem Land, in dem eine bedeutende Anzahl von Chinesen und Indern lebt, die meisten von ihnen keine Muslime sind, Maßhalten erforderlich ist. König Ibrahim erklärte, dass er sich auf den Kampf gegen Korruption und die Vertiefung der Einheit im Land konzentrieren werde. Er betonte, dass er nicht die nächsten 5 Jahre auf dem Thron als Marionettenkönig verbringen möchte. Was denken Sie über den neuen König von Malaysia? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie einen Daumen nach oben, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Bis bald!